Oh, dann wollen wir wieder auf in eine neue Runde. Hotline Miami und wir sind gespannt, was uns hier so erwartet. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seid. Zack. Oh. Irgendwie muss ich mich noch daran gewöhnen, dass man denen noch einen mitgeben muss. Oh, der hat eine Waffe, glaube ich. Scheiße. So, den vielleicht. Boah. Den haben wir mit der Tür überrascht. Nein. Zack. Oh mein Gott, wir haben eine Waffe. Bam. Das war wohl nix. Da laufen wir doch nochmal rein. Hallo. Gib mir deinen Prügel. So. Let's fetz. Oh. Nein. Ja. Wie gesagt, das Spiel ist echt, es sieht wahrscheinlich einfacher aus, als es aber jetzt, es ist wirklich nicht so leicht. So, der ist K.O., den haben wir eben in der, im letzten Versuch irgendwie auch nicht richtig K.O. geschlagen. So. Jetzt die Frage, wenn wir die Waffe nehmen, ach komm, machen wir uns den Spaß. Wenn wir die Waffe nehmen, hören uns die anderen. Und, wissen, dass wir da sind. Scheiße. Entschuldigung. Wir machen das Ganze, glaube ich, leise. Wir schleichen uns hier ran. Oh. Schmeißen den Leuten lieber hier irgendwelche Rohre oder sonst was an den Kopf. Na komm, na komm. Und dann mit der Tür. So. Hm. Warten wir mal, bis der Typ hier hingelaufen kommt. Kommt er nicht? Verdammt. Ah. Cool ist natürlich jetzt, dass der andere hat nichts gecheckt. Ein bisschen dumm. Oh. Ja. Weiter. Also man muss wirklich scheinbar echt Ausdauer haben. Das ist so ein Spiel. Man regt sich tierisch darüber auf, dass man es nicht geschafft hat, kann aber trotzdem irgendwie nicht aufhören. Also ich zumindest nicht. Zack. Lalalala. Oh, hat er uns jetzt gesehen? Wenn wir da jetzt... Hat er... Ist hier irgendwas? Kommt da jetzt irgendwer? Da kommt einer. Nein! Puh! Haben wir eigentlich unendlich Schuss? Steht das hier irgendwo? Wie viel Schuss wir noch haben? Wie komme ich da hin? Kann ich da eine Tür übersehen eben? Ach da. Ja, hier geht's ja auch noch rein. Das sieht aus. Hier, hier könnte auch mal wieder wer sauber machen. Chapter cleared. Wir haben es geschafft. Und dann gehen wir die Treppe wieder runter. Und wahrscheinlich... Gehen wir jetzt... Genau. Go to car. Das machen wir doch. Bom. Keine Kombos, aber dafür ein bisschen Zeitbonus. Flexibility 1000, Mobility 2452. Unfassbar. Great B. Naja. Man könnte wahrscheinlich auch schlechter sein. Jetzt haben wir eine neue Maske freigeschaltet. Tony. Was auch immer das heißt. Aber wir haben sie ja auf jeden Fall erstmal. So, dann wollen wir mal hier mit dem... Hi there, welcome. Oh, you don't need to order, your pizza is already done. Had a feeling you were on your way here, but... Well, let's just leave it at that for now, shall we? Don't worry about paying, it's on the house. Das ist bestimmt wieder giftig und wir müssen dann hier wieder... uns das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Was machen wir denn jetzt damit? Wir können hier jetzt aber auch nichts mehr machen. Dann gehen wir wieder ins Auto und fahren weiter. Aber ist auch mal schön. Pizza für unterwegs. Es ist 3 Tage vergangen, seitdem
wir gestartet haben. Die Pizza haben wir wohl scheinbar nicht ganz aufgegessen. Oh, auch Verschwendung. Wir sollen da was machen. Dann gehen wir mal dahin. Und das Telefon. You have one new message. Beep. This is Thomas from the Methadone Clinic. You shot it. A short meeting for you tonight. We're at NV 184 Street. Apartment 105. And don't worry, we know discretion is of importance to our clients. Klick! Wie gesagt, mein Englisch ist super. Und das Lesen von diesen Texten auf einem großen Bildschirm macht das Ganze natürlich noch wesentlich besser. Wir steigen wieder ins Auto ein. Vergessen. Oh, second chapter. Overdose. Welche? Oh, jetzt. Na gut. Jetzt haben wir die Hühnchenmaske genommen. Den Typen überrascht. So. Ah! Verdammt. Mein Gott. Jetzt müssen wir hier. Wie macht man das denn? Gucken wir erstmal. Wo läuft denn da hin? Der läuft doch hier gar nicht runter. Warum sieht er uns denn dann? Oha. Tja, versuchen wir es nochmal. Und werden sofort erschossen. Geil. Jetzt muss man hier auch noch auf das richtige Timing achten. Der wird uns jetzt hier zumindest nicht sehen können. Gehen wir mit dem Messer weiter. Wo ist der Typ? Da ist der Typ. Oh. Der erleichtert sich hier gerade. Wir können ihn noch ein bisschen dabei beobachten. Oder wir gehen einfach schnell rein und beenden das. Tja. Öffentliche Toiletten sind halt einfach saugefährlich. Da sollte man aufpassen. So, wir warten jetzt, bis der hier wieder hier. Die laufen immer wahrscheinlich den gleichen. Ja, die laufen immer den gleichen Weg. Sogar denselben. Und dann rennen wir die Tür ein. Wir fallen mit der Tür ins Haus. Und genauso machen wir das hier auch. Oh, den habe ich nicht gesehen. Aber der trifft mich nicht. Weil er nichts kann. Zumindest nicht so viel, offensichtlich. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Und dann nehmen wir da doch die Tür. Oh oh. Ach, das ist ein anderer Raum. Das habe ich gerade. Was ist das hier? Nein! Das ist doch kein anderer Raum. Offensichtlich. Gut, dann machen wir das nochmal. Wir machen das ein bisschen schneller, indem wir dahin laufen. Dem einfach mal das Messer in den Rücken stecken. Hier. Jetzt gehen wir aber direkt hier oben zu dem Typen. So. Haben wir jetzt was vergessen? Nein, haben wir nicht. Aber. Ja, da ist jetzt aber eine Tür zwischen, ne? Ja, gut. Ist das hier eine Waffe, die wir mitnehmen können? Nein, ist es nicht, weil sie sich nicht bewegt. Aber ich glaube, die Methode mit dem Messer ist echt einfach besser, weil uns die anderen Typen hier nicht bemerken. Der zielt direkt auf die Tür, das ist schlecht. Jetzt sind da drei Stück im Raum. Was machen wir denn? Gucken wir mal, was hier so los ist. Nichts. Na toll. Müssen wir hier. Nein, hier müssen wir auch nicht lang. Dann. Läuft einer von denen vielleicht nochmal weg. Wie sollen wir das denn machen? Nein! Okay, nochmal. Schnelldurchlauf. Zack. Zack, zack. Wenn man das dann einmal gemacht hat und den Bogen so ein bisschen raus hat, geht das eigentlich. Dass der uns nicht sofort hier. Ich weiß gar nicht, sehen die denn die Leichen von den anderen nicht? Nee, offensichtlich nicht. Hier rennen wir auch einfach rein. Bevor er sich umdreht, hat er das Messer verschluckt. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier. Boah! Okay, einfach reinrennen funktioniert nicht. Das haben wir jetzt gut erprobt. Dass das wie was nicht machen, wissen wir ganz genau. Hier, das geht alles, wenn man das einfach mit viel Hektik
Ein bisschen Glück klappt das auch so, aber hier halt nicht. Naja, ob wir jetzt das Rohr nehmen oder Peng. Also Peng, da unten liegt Peng. Wir können auch Peng nehmen. Wir haben 24 Schuss. Könnte jetzt einfach mal. Ja, so geht's doch auch. Oh, 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 oh. Nein! Warum sind die denn noch nicht tot gewesen? Und dann rennen wir wieder dahin. Das ist, wie gesagt, das ist, man kriegt, irgendwie hat man eine unheimliche Motivation. Und Adrenalin auch irgendwie so ein bisschen. Und man macht halt einfach weiter. Aber das machen wir nochmal genauso. Wo ist denn hier? Da ist eine Shotgun, die können wir ja eigentlich nicht so gut gebrauchen. Was ist, was hat er da? Das ist eine einfache Pistole. Aber mit der Pistole wird das nicht funktionieren, was wir eben da gemacht haben. Warum ist denn... Wenn wir hier einmal im Raum schießen... Haben sie das jetzt mitgekriegt? Hey. Wir merken auch gar nichts, die Jungs. So. So. Aber hier war doch noch ein dritter. Oh, da sind zwei. Jetzt müssen wir irgendwie aufpassen. Wir verziehen uns hier nochmal. Die Waffe ist nämlich leer. Also so gut wie. Wir nehmen die jetzt nicht hier mit. Versuchen wir uns dann hier irgendwie zu müssen. Anschleichen. Der kriegt auch. Irgendwie. Haben die jetzt gerade. Die Jungs haben nicht so viel gemerkt. Nehmen wir lieber die Waffe hier. Und dann. Was machen wir? Zum Auto gehen. Wie jedes Mal. Das Haus haben wir dann auch aufgeräumt. Die arme Sau, die hier wieder aufräumen muss. Sauber machen muss, meine ich. Und ab ins Auto, schnell weg. Und an Miami's Skyline. Also an den Palmen vorbei. Wir haben also ziemlich alle Boni, die man so haben kann. Jetzt haben wir eine neue Waffe geunlockt. Angelockt. C+. Unfassbar. Und eine neue Maske. Aubrey. Und eine neue Waffe. Das Samurai-Schwert. Das klingt vielversprechend. Dann gehen wir doch mal in den VHS Palace. Viele von euch werden sich fragen, was ist VHS? Guckt das einfach mal bei Wikipedia nach. Hier müssen wir an den Computer. Hey Dude, good to see you again. Der sieht sowieso aus wie der Dude. So ein bisschen, oder? Did you hear about the massacre the other night? A bunch of Ruskies, I heard. No loss, if you ask me. They say some maniac wearing a rubber mask did it. Sounds like a scene straight from a slasher flick. Huh. Oh yeah, I have the perfect film for you. The one on the desk. Take it. It's on the house. Enjoy yourself, dude. Oh, dann nehmen wir mal hier so einen Massakerfilm mit. Und steigen wieder ins Auto an den Palmen vorbei. Und jetzt sind wir wieder zu Hause. Haben wahrscheinlich hier gerade... gezockt. Es ist schon wieder ein bisschen weniger PC geworden, glaube ich. Und ein neues Telefondings ist da, eine Nachricht. Hi, it's Kate from Hotline Miami's Dating Service. We have set up a date for you this evening. Shall be waiting for you at Southwest 53rd Palace. As usual, make sure that you wear something fancy. Okay, dann setzen wir uns vielleicht die Hahnenkopfmaske auf. Das ist bestimmt fancy genug für die gute Frau. Und steigen hier ein. Ab geht's. Die Musik ist auf jeden Fall geil. Das Spiel macht Laune. Guck mal, was nehmen wir denn jetzt hier? Wir können ja jetzt hier mal so eine... Oh, mal Tony nehmen. Oh ne, hier komm, nehmen wir mal... Achso, hier steht drunter, was sie bringen. Morgans... Fists of Fury,
An Eye for Secrets. Nehmen wir mal hier. Probieren wir einfach mal alles mal ein bisschen aus, würde ich sagen. Das ist doof, wenn der mich anguckt. Wenn der mich fragt. So. Hat ihm aber auch nichts genutzt. Wenn wir da reinlaufen und der uns erwischt, dann haben wir ein Problem. Oder auch nicht. Also, er hat uns nicht erwischt. Von daher hatten wir kein Problem. Oh. Da war ich ein bisschen zu schnell. Press R to restart. Oh. Ich trete auf deinen Kopf. Hallo. Oh. Die Musik eskaliert völlig. Oh. Und wir sind tot. Ah, jetzt liegt hier auch dann mal direkt eine Waffe rum. Wenn man es packt. Da! Oh, Entschuldigung. Wenn ich so ein bisschen schreie, aber es ist echt aufregend, was hier passiert. Tja, den einen habe ich erwischt, den anderen nicht. Vielleicht ist das in dieser Dings hier doch keine so gute Idee. Einfach planlos hier durchzurennen. Wir probieren noch mal was aus. So. Nehmen wir eine Waffe mit? Komm, wir nehmen eine Waffe mit. Aber dann müssen wir natürlich auch echt beide treffen dann, ne? So, schießen einmal kurz. Kommen die angerannt. Und wir treffen nicht. Mist. Der Plan war gut. Das machen wir nochmal. Oh, was ist das denn? Eine doppelläufige Schrot. Oder so. Ich kenne mich natürlich mit Waffen überhaupt nicht aus. Aber das sah so aus. Also wäre es eine doppelläufige Schrotflinte gewesen. Oh, und... komm. Zack. Ganz schön stabil, der gute Kopf. Ist der? Ne, der hat... Der noch nicht. Jetzt hat er es hinter sich. Wie machen wir das hier? So, mal gucken. Ist da oben? Da war auch einer, genau. Den haben wir jetzt aber blöd erwischt. Also gut. Nein! Das ist echt so ein Mäusemelken. Wo hat er sein Messerchen? Da hat er sein Messerchen. Das Messer finde ich auch echt immer noch eine gute Sache, weil es kriegt halt keiner mit, was man hier tut. Und hier im Flur, das kann man knicken. Das wird nichts. Oh. Und naja, ich weiß nicht, ob der Typ länger braucht zum Aufstehen. Sollten wir das mal ausprobieren? Ups. Ob wir das schaffen, dass wir da reinrennen und den ersten Typ mit der Waffe kriegen? Also wir stellen uns hier hin und warten, bis er... Nein! Entschuldigung. Aber... Da. Nein. Jetzt werde ich hektisch hier. Jetzt werde ich hektisch. Der holt er Verstärkung? Was macht der? Und wer ist das? Weiß ich nicht. Wo auch immer der Typ mit der Waffe gerade herkam. Wir könnten natürlich auch hier einmal schießen. Und uns dann hier unten irgendwo verschanzen. So. Kommt hier noch einer? Muss man gerade riskieren, die Waffe zu wechseln? Ja. Klappt. Hier ist jetzt auch frei. Was ist das denn? Riesiger Pool. Sieht fast so aus. Den Typ erledigen wir dann. Nein! Das gibt's doch nicht! Das gibt es nicht! Schnappen wir uns das Messer. Das hier ist ja mittlerweile echt Routine. Dann rennen wir hier rein. Machen hier kurz. So, und das machen wir dann. Schießen wir einmal. Packen wir die alle an. So. Nehmen uns dann. Eine frische Waffe. So, mit Shift können wir irgendwie angeblich aimen. Ein Schuss reicht. Okay. Den Typ beeindruckt das irgendwie alles überhaupt nicht, was hier passiert. Naja, Stage cleared. Dann gehen wir nach oben. Schauen, was hier so los ist. Da ist ein... Sieht aus wie eine zerplatzte Katze. Vielleicht machen wir auch hier wieder...
den Anfang mit dem Knüppel, um die hier erstmal auszuschalten. Nein, da unten ist ja auch noch einer. Man hat ein bisschen wenig Überblick, finde ich. Das ist... Aber gut, sonst wäre das natürlich auch viel zu einfach. Wenn man hier einfach durchspazieren könnte und das Spiel in 10 Minuten geschafft hätte. Oder man macht es einfach stumpf. Manchmal brauchen sie wohl auch mehrere Schüsse. Oh. Ja. Okay, wir müssen das Level ja auch erst kennenlernen. Und wir sind ja auch neu hier. Oh. Von daher, das kann uns da niemand... Ist ja auch nicht so, dass wir keine... Also, wir haben ja Zeit. Ne? Also. Nicht so, dass wir es eilig hätten. Das wollte ich eigentlich sagen. Ist ein bisschen schwierig, sich hier aufs Sprechen zu konzentrieren. Weil dann passiert nämlich ganz schnell das. Also. Lade noch dran. Und dann... Hier. Überraschen. Das klappt. Was haben wir jetzt hier? Das ist falsch. Das ist auch falsch. Wir nehmen die hier vorsichtshalber mal. Nein. So. Aber die Musik ist echt ziemlich fetzig. So. Wo ist jetzt dieser Freak? Da unten. Da. Ich bin mir gar nicht sicher, was die... Oh. Was die uns getan haben. Aber vielleicht ist es auch einfach... Notwendig. Einfach, es ist einfach notwendig. Wir sollten es nicht weiter hinterfragen. Oh, oh, oh. Ein neues Löffelchen. Und dann geht das ab. Ist noch echt diese Musik in Kombination mit diesem hektischen Gameplay. Krass, also das Problem, wenn man den... Ich habe alle so große Badezimmer, ein Traum. Nehmen wir mal diesen Weg. Nein! Nein, das gibt's doch nicht! Das ist übrigens so, dass wir bei einer Kugel, wenn wir eine Kugel abkriegen, sofort tot sind. Das war gut geschossen, würde ich sagen. Da kriegen wir auch direkt mal einen Combo-Bonus. Haben wir den erwischt? Offensichtlich haben wir das. Und der andere steht da. Der bemerkt uns aber noch nicht. Der Raum ist clear. Nehmen wir mal eine neue Waffe auf. Und erledigen dann noch den Typen. Den Sofa-Mensch auch. Und dann haben wir die Stage geklärt. Und gehen wahrscheinlich wieder zurück ins Auto. Oh. Gotta do everything by myself, huh? Was passiert jetzt? Oh, oh. Ist das wohl ein... Ja. Das ist ein Endgegner oder sowas in der Art. Ich lese das jetzt nicht nochmal. Wir wissen ja, was da los ist. Okay. Offensichtlich sollen wir schnell an dieses Objekt, welches da blinkt. Gehen wir da mal hin. Oh, jetzt haben wir keine Waffe mehr. Und jetzt? Nein! Was sollen wir denn? Was? Warum? Was passiert hier? Ah! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Oh! Da hat er sich noch eine Frau... Eine Frau liegen hat er dann noch... Wahrscheinlich hält er einfach mehr aus. Müssen wir gucken, dass wir... Oh. Was sollen wir machen? Außerdem hat er ein sehr unschönes Gesicht. Und ist ziemlich stark. Tja, weiß ich ja jetzt auch nicht. Vielleicht sollen wir aber auch einfach nur... Vielleicht müssen wir auch einfach nur weglaufen. Nein, wir können nicht weglaufen. Wo ist er hin? Er kommt da. Wir wissen nicht, wo wir sind. Hat er eine... Ich glaube, vielleicht hat er auch eine schusssichere Weste an. Ja, meine...